Ja, lieber Großonkel Kamine, das ist ja alles sehr schön und gut. Die Kunden wollen Vielfalt. In der Stadt leben Leute aus allen Lebenslagen. Versuche, deine Rezepte und deine Einrichtungen so anzupassen, dass drei verschiedene Bevölkerungsgruppen mindestens zu 45% mit deinem Restaurant zufrieden sind. Zufriedenheitsgruppen mit Pizzazufriedenheit, bla bla, Pizzazufriedenheit, Bonzen. Teenager, okay. So, wie haben wir denn jetzt hier Öffnungszeiten? Pizzawagen. Der macht trotzdem weiter, oder? Ja, den lassen wir auch schön brav hier stehen. Das ist schon okay. Wie komme ich denn jetzt zu meinem... Ach hier. Da. Ja, genau. So, und bewegen Menükarte Backstube. Öffnungszeiten. Das ist der Pizzawagen, aber... Warte mal, wir machen das mal anders. Wir machen das mal so. Oder? Lass uns so überschneiden. Ich glaube, das kommt besser. Wie komme ich denn jetzt? Check das hier gerade nicht. Vendetta. Warte mal, wir nehmen. Ja, wir lassen es mal so drin. 5 von 10. Kann ich hier nicht noch welche dazu? Doch. Na also, geht doch. Okay, wie nenne ich denn das Vendetta um? Spulen mal vor, wir gucken mal jetzt. Müsste gleich losgehen hier. Da, jetzt offen. Wo ist mein Koch? Wo ist meine Bedienung? Hallo? Okay, die Waren kommen. Das ist schon mal gut. Aber hier ist kein Kochen, keine. Ah, da kommt der Koch und die Bedienung. Und da kommen die ersten Gäste. Cool.
Der hat keine Waren. Der hat eben nach Waren geschrien. Teenager 45% direkt abgekaspert. Sehr geil. Touristen auch direkt abgekaspert. Sehr geil. Wie läuft die denn? Hallöchen, Popöchen. Er hat wieder keine Waren, verdammt. Ist doch nicht euer Ernst jetzt, oder? Hier ist alles voll. Alter, der hat die Klamotten nicht für hier die ganzen Pizzas, oder was? Warum? Nicht genügend Zutaten auf Lager. Ja, das war eine Scheiße. Ja, super, der hat jetzt keine Pizza bekommen. Zeige der Stadt, dass du ein Restaurant rentabel machen kannst, dann wirst du neue Angebote bekommen, verdiene 15.000 Euro. Ach du Scheiße. Ja, aber doch nicht mit dem Warenangebot hier. Hä? Warum? Warum liefert der Kasper nur den... Jetzt gehen die alle wieder. Super. Hier füllen sich die Dinger, aber ich habe keine Waren. Oder was? Achso, warte mal, das war ja auch La Cozza eben gerade. Alter, ich mach 5.000 minus. Das wird ja richtig interessant hier. Allein 4.000 Euro Zutaten, die nirgendwo hinkommen. Und nochmal, Alter. Ich hab doch hier alles drin. Oh, der ist die Dreiecks-Bayek-Pizza. Wie cool, dass man das sieht, was sie essen. Aber wo sehe ich denn jetzt? Wie kann ich denn von Pizzeria zu Pizzeria wechseln? Von dem Foodtruck? Thank you.
Wie wechsle ich denn hier jetzt? Da kommt der Warenfuzzi. Ach, hier ist auch jetzt die zweite Schicht. Sehr cool. Das Warenhaus ist voll. Jetzt wird es irgendwie nur noch an Gästen. Da ist gerade ein bisschen tote Hose hier. Ist das mein Foodtruck? Ja, wird schon besser hier. Wird schon besser. Aber hier ist noch relativ tote Hose. Leider. Ja, wieso? Was blinkt denn hier? Ist doch alles gut, oder? Ja, gut. Das war ja klar. Wir haben viele verschiedene Pizzen, aber dann haben wir auch ein großes Angebot. Wir sollten um 12 aufmachen. Ja, machen wir ja. Okay. Was ist denn los hier? Hier sollen doch angeblich so viele Leute kommen abends. Ich spule mal ein bisschen vor. Alter. Drei Stück konnte ich nicht bedienen, oder was? Platz gefunden haben alle. Ich stelle mehr Stühle auf. 100%. Pizza erhalten, drei Stück nicht. Okay. Größere dein Lager. Das wird interessant jetzt. Ich mache nämlich, glaube ich, gerade fett Minus. Hier ist morgens voll viel los.
So, da kommen die ersten Gäste. Wir machen es mal ein bisschen schneller, dass wir hier ein bisschen reagieren können. Aber trotzdem, ja, das sieht doch jetzt gar nicht schlecht aus. Da kommt der nächste Schwung. Jetzt sind wieder die Zutaten ausgegangen. Aber ich glaube, er bedient gerade alle. Ja, das sieht gut aus. Jetzt Schichtwechsel. Jetzt kommt wieder keiner mehr. Laufen alle vorbei. Hallo, kommt doch mal eine Pizza essen hier, Freunde. So, jetzt gleich zu, der Schuppen. Ja. Ja, gestern haben wir aber ein leichtes Plus gemacht. Heute machen wir Minus. Warum? Ach nee, das war gestern. Ja, wir haben ein leichtes Plus. Cool. Aber wir haben weniger Pizzen verkauft als am Tag davor. Aber wir haben ein leichtes Plus. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Aber warum sind hier auch nur 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Pizzen drauf, die verkauft worden sind? Was ist mit dem Rest? Sollte ich die anderen mal runternehmen? Dann brauche ich nämlich auch die Schaf, Bayek, Sauerei, Ole, Ole, Fiesta. Wir warten mal noch einen Tag ab und gucken mal, oder sind hier einfach nicht alle drauf? Wir machen mal noch einen Tag und dann nehme ich mal die Pizzen runter und gucken mal, was dann passiert. So, wieder ein bisschen vorspulen. Bis mein Personal angetrabt kommt. Da gehen die Türen auf. Da wird das Lager voll gepumpt. Und da kommt das Personal. Los geht's. So, Schichtwechsel. Jetzt erstmal eine Ewigkeit tote Hose. Ja, aber ich mach Plus. Das sieht gut aus. Ja, ich mach Plus. Das sieht doch schon viel besser aus hier. 4% weniger Zutaten verarbeitet. Platz gefunden, 100%. Besucher, drei wurden wieder nicht bedient, oder was? Nee. Bestellung aufgegeben haben 34. 32 haben eine Pizza bekommen von 34. Ja, aber das ist doch okay. Ja, jetzt haben wir hier auch mal jemanden Plus.
Das ist doch super. Ein, zwei Tage noch und dann haben wir hier das Vermögen auf 15.000, glaube ich. Wenn es jetzt so weitergeht. So, da gehen die Türen auf und da kommt's Futter und da kommt's Personal. Das ist so cool, dass man das sieht, was die für Pizzen essen. Also, ich sag mal im Groben jetzt. Mit der dreieckigen und der quadratischen und so. Sehr witzig. Oh ja, diesmal mache ich richtig plus. Das ist noch die erste Schicht. Die zweite kommt jetzt. Das waren jetzt aber nur 1000 plus. Was haben wir denn heute? 32 von 34 wieder, okay. Ja, diesmal habe ich weniger plus gemacht. Wo hängt's? Scharf und saftig wurde weniger verkauft, aber dafür Bayek mehr. Das ist gleich geblieben, das ist auch mehr verkauft. Ich hier irgendwo. Ich hatte mehr Zutatenausgaben, okay. Ich nehme jetzt echt mal die anderen Pizzen vom also scharf, saftig, Bayek, Sauerei, Ole, Ole, Fiesta. Und dann gucken wir mal, was passiert. Wenn wir die rausnehmen. Was denn jetzt? Ja, aber das waren, warte mal, das waren noch vier. Warte mal gerade. Was wurde verkauft? Scharf und saftig, Bayek, Sauerei, Ole Ole Fiesta. Achso, die Sauerei habe ich runtergenommen. Ich lasse mal die Popeye noch drauf. Jetzt mal, weil jetzt müsste ich ja rein theoretisch, sehr schön. So, einmal offen, Waren kommen, Personal kommt. Was ist das jetzt hier oben? Schmeißen die mal raus. Wenn wir die eh nicht brauchen. So, schon die Spätschicht da. Aber kohlemäßig ist jetzt nicht so der Mega-Burner, oder? Kann das sein?
Dafür, dass wir jetzt schon 9 Uhr haben. Eine Stunde, dreiviertel Stunde noch. Weniger Gäste heute. Aber dafür haben alle ihre Pizza erhalten. Ja, heute war ja wieder super mies. Und die Zutaten war jetzt auch nicht weniger. Ich nehme die wieder rein. Ey, das gibt mir auch einen Keks. Vielleicht werden die nur nicht angezeigt, weil es halt so viele sind. Irgendwie trete ich gerade ein bisschen auf der Stelle. So, das haben wir. Wahnsinn da. Personal ist da. Ja, heute war es wieder ein bisschen mehr, aber weniger Gäste. Werden als weniger Gäste, was los? Und auch weniger Profit. Naja, gucken wir mal weiter. Was macht eigentlich unser Food Truck? Der macht er erst abends auf, glaube ich, gell? Ja, dann können wir später nochmal gucken. So, Türen sind offen. Waren kommen. Personal kommt. Und die ersten Gäste. Und täglich grüßt das Murmeltier. So, mein Foodtruck müsste auch aufhaben jetzt. Ja, da geht's auch gut rund. Sehr schön. Ja, wir nähern uns. 20 Uhr, jetzt kommt noch mal gleich ein Schwung. Da kommt er. Ja, das sieht gut aus. Und da haben wir... Da ist es. Gratulation. Dein erstes Restaurant in Rom macht kräftig Gewinne. Zeit, deine Marke zu einer Kette auszubauen. Weiter.